Ö1 Podcast. Die Klienbrüder. Neue Musik im Härtetest. Ja, was für eine schöne Reise in die Kindheit für mich. Ne? Da werden wohlige Erinnerungen wach, wie du im Nachbarzimmer Geigen geübt hast als Kind und ich in meinem Zimmer den Weg zur inneren Ruhe gefunden habe. Ja, früh im Leben also, schon sehr virtuos gewesen. Ja, ja. Luciano Berio, Sequenza 8. Für Violine Solo, 1976. Sequenza, okay. Klingt nüchtern, muss man sagen, ist die Musik auch. Ja, also, kann ich mal nicht ganz so viel damit anfangen. Also, quält sich in die Gehörgänge hinein, diese Sequenz. Ja, was wir gehört haben, ist ungefähr der Anfang. Ja. Beginnt aus einem Ton, geht in zwei Töne, es wird dann im Weiteren sehr virtuos. Das hat man gegen Ende dieser ersten Einspielung schon ein bisschen gemerkt. Auch da war man nicht sicher, gehört es noch zum Proben dazu, das sind das schon gezielte Noten, aber es hatte schon was Virtuoses. Also das geht dann weiter, oder? Das steigert sich. Ein Sprengsel von Virtuosität am Anfang und es kehrt dann ganz zum Schluss wieder in diesen einen Ton zurück. Wie lang wieder, um die alte Frage zu stellen? 12 Minuten muss man das. Für diesen Genuss veranstalten. Darf man sich frei nehmen. Um sich ganz fallen zu lassen. Sequenza 8 spielt mit der Geschichte der Geige. Das Stück steckt voller neobarocker Figurationen, durchzogen von romantisch-melodischen Gesten. Die Violine umkreist darin den Ton A, tritt in Dialog sowie in Konflikt mit dem Nachbarton H und bewegt sich durch alle Seinszustände. Schlussendlich verliert die Dissonanz ihren Schrecken. A und H verwandeln sich vom Problem zur Lösung. Mit einem Doppelgriff werden beide Töne am Ende ausgehalten. Bitte, was habe ich gerade gehört? Schlussendlich verliert die Dissonanz ihren Schrecken. Also ich meine, wie kommen wir auf die Idee? Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Also ich sehe, deine Begeisterung ist enden wollend. Man muss einmal ehrlich sein auch. Zur Abwechslung. Ob das zu was Gutem führt, wage ich zu bezweifeln. Ich meine, natürlich ist es so, dass man vielleicht ein bisschen leichter zu einer Bach-Partie dahin findet, hörend. Aber der Mehrwert prinzipiell von neuer oder gar nicht so neuer Kunst, aber es schwierig geltender Kunst und Musik ist ja, dass man in der Konversation ganz nebenbei erwähnen kann. Nicht gestern habe ich den Berio sehr genossen und kann so. Kann aber auch ganz nebenbei sagen, ich finde diese sammeln. Musik weniger schwierig als für mich schier. Naja, aber dann. Ist klar, dann verlässt man. Das gehört sich nicht. Verlässt man die Spielwiese, auf der man miteinander sprechen kann. Na, weil Luciano Berio war schon ein sehr leibender Komponist, nicht? Und auch ein wirklich sehr wichtiger Mensch in der Entwicklung der neuen Musik. Will ich alles nicht in Abrede stellen, ich kann ja jetzt nur sagen, dieses Stück, was das bei mir auslöst. Aber es berührt dich. Da kann ich nicht ausschließen. Großflächig und intensiv. Berührt mich nachhaltig. Ne? Generell gilt Luciano Berios 14-teilige Sequenza-Reihe als einer der wichtigsten Zyklen des 20. Jahrhunderts. Jedes Werk ist einem Soloinstrument bzw. dem Sologesang zugeordnet.
Sequenza 8 entsteht 1976. Berio geht es dabei um die Entdeckung neuer Klangräume und Farben, um die Erweiterung der musikalischen Mittel im umfassendsten Sinn. Ja, klingt alles beeindruckend. Ich kann mir trotzdem nicht helfen, dass man so ein Stück in Wien in einem Konzertsaal aufgeführt wird. Ich würde mir ab Minute 2 erwarten, dass sich die Dame hinter mir zu mir vorbeugt, mir ins Ohr flüstert, tat sie am Weg. Naja, aber das würde in dem gepflegten Umfeld von Brahmssaal oder Mozartsaal nicht vorkommen, oder? Da wirst du wahrscheinlich recht haben, aber also erwarten muss man es trotzdem. Bei allem Respekt vor dem Namen und dieses Stück, diese Sequenz. Ja, ich sehe mich ja auch an meine pädagogischen Grenzen kommen gerade. Das ist natürlich enttäuschend für dich, dessen bin ich mir schon bewusst. Aber was kann man machen? Ich habe ja in vielerlei über diese ganze Reihe, wir haben ja 19 Folgen dieser Serie aufgenommen, sicher viel dazugelernt. Und da und dort hat sich bei mir ein Ohr geöffnet und war eine sehr interessante Auseinandersetzung mit den verschiedenen Stücken, viel gelernt. In dem Fall muss ich aber sagen, da gibt es für mich nichts zu lernen. Die Entscheidung, der musikalische Härtegrad. Ja, insofern freut es mich ja, dass in der letzten Folge unserer Reihe einmal ganz klar für mich ist, auf einer zehnteiligen Härteskala bekommt dieses Stück den Wert 12. Ist nicht zum Anhören. Ja, jetzt haben wir uns nachhaltig auseinandergelebt über Berios Sequenzen. Das ist natürlich traurig. Ja. Aber ja, ich würde es auch als etwas fordernderes Stück sehen, aber ich würde es trotzdem... Was ist dein Härtegrad? Bei 3. 3? Ja, ansiedeln. Da haben wir 9 Punkte zwischen uns liegen. Ja, und noch jenseits der 10-Punkte-Grenze auch. Vielleicht müssen wir doch irgendwann einmal weitermachen. Weil so weit auseinander aufzuhören ist irgendwo bitter, aber... Ja, schwierig. Wichtig natürlich, dass man ehrlich ist.